In einem halben Jahr geht in Cottbus eines der modernsten Instandhaltungswerke der Deutschen Bahn pünktlich in Betrieb. Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan. Schon ein halbes Jahr vorher ist mehr als die Hälfte der Maschinen- und Anlagetechnik montiert. Die Stadt Cottbus fiebert dem Start des neuen Werks entgegen, das im Frühjahr nächsten Jahres schon seine Türen öffnen wird. Der Countdown läuft und die Vorfreude in der Region ist spürbar. Wie man ja im Hintergrund sehen kann, hat das hier schon Ausmaße, dass ich mit Sicherheit sagen kann, dass wir im Januar nächsten Jahres hier in Betrieb gehen werden. Wir sind komplett im Zeitplan, was den Bau angeht. Wir haben es geschafft mit unseren Partnern, alle Engpässe, die es halt irgendwo in der Vergangenheit geben kam, durch Corona, durch Hyperinflation, die uns jetzt bevorsteht, durch alles, was auch sonst weltweit irgendwo passiert ist mit Lieferengpässen, ohne Probleme im Grunde durchzuschiffen. Wir sind komplett im Zeitplan. Wir sind aktuell beim Innenausbau. Das ist im Grunde das Herzstück, was wir am Ende hier für die Fertigung brauchen. Und deswegen, wie gesagt, wir werden im Januar hier in Betrieb gehen. Das Instandhaltungswerk wird eine bedeutende Rolle in der Wartung und Pflege der ICE-Züge spielen. Mehr als 300 neue Mitarbeiter und Auszubildende haben sich schon für die Jobs im zukünftigen ICE-Werk entschieden. Insgesamt sollen bis 2026 1200 Ausbildungs- und Arbeitsplätze entstehen. Dank des neuen Werks sollen die Schnellzüge der Deutschen Bahn schnellstmöglich wieder auf die Strecke gebracht werden. Eine zweite Halle soll in Cottbus 2026 in Betrieb genommen werden. In den kommenden Jahren plant die Bahn, über 450 ICE-Züge in ihrer Flotte zu haben, sodass es in Cottbuser Hallen auch immer genug zu tun geben dürfte.